Das, was wir jetzt gesehen haben, ist Become Lightning und Inner War, der Studenten-Multimedia-Art im Audiofachbereich. Sehr, sehr spannende Projekte. Ich bin sehr gespannt, auch was in der Zukunft noch so kommt. Und worauf wir uns jetzt endlich freuen dürfen, ist das Projekt Nexus von der ELISA. Das Wetter hat gehalten. Ich glaube, wir dürfen also alle sehr gespannt sein und freuen uns, wenn es gleich losgeht. Ich sitze jetzt hier zusammen mit der ELISA vom Projekt Nexus und ich bin ganz gespannt. Wir sind hier direkt vor der FH tatsächlich und es sind so Podeste aufgebaut. Worum geht es denn bei deinem Projekt? Also es geht viel um die Zusammenarbeit. Also wir haben ganz überlegt, okay, wie können wir diese Fahrgebäude in unser Projekt reinbringen quasi, und wir haben dann durchgedacht, wie unser Studium funktioniert. Und es ist uns aufgefallen, dass eigentlich die ganze Fächer und die Professoren und die Kurse und so fordern die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Menschen und die Fachbereiche und so. Und dadurch haben wir uns gedacht, okay, dann nehmen wir quasi die Plattformen, wo das Publikum auch integriert wird und damit man auch mitmachen kann in das Ganze und wo man die Connection quasi sieht und genau, also diese Verbindung zwischen Leute, Gebäude, was macht die Schule mit uns und wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Menschen und so. Also es ist sehr vielfältig und irgendwie auch ein bisschen so durcheinander quasi verbunden, und das wäre... Ja, ich glaube, ich mache das nochmal. Aber ja. Ja, aber das klingt doch eh gut. Du hattest ja gesagt, es ist jetzt sehr interdisziplinär. Also verschiedene Fachbereiche arbeiten miteinander zusammen. Mhm. In welchem Fachbereich bist du denn? Also ich bin in Audiofachbereich, aber es gibt eben Animationfachbereich auch Leute, die mitarbeiten. Dann es gibt auch andere Audiofachbereiche involviert. Dann Kommunikationsdesigner machen auch mit. Von dem Multimedia Technology Department machen auch mit. Von dem Filmleute machen auch mit. Also wir nehmen auch wirklich fast den ganzen Studium ist involviert in unserem Projekt. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube tatsächlich, dass alle sich sehr, sehr, sehr freuen auf die Performance heute Abend. Also ich habe sehr viel Gutes gehört. Ich bin sehr gespannt, was wir dann sehen. Und magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wenn es jetzt so um die Ideenentwicklung geht, also gerade bei auch so einem aufwendigen Projekt, wie ist das für dich? Wie kommst du da an den Punkt zu sagen, das ist jetzt was, was ich umsetzen möchte? Also wie ist die Idee entstanden? Naja, wir haben so angefangen, okay, wir würden gerne die FH eben involvieren. Und dann haben wir uns gedacht, was macht sie mit uns? Okay, wir wollen Projektionen drauf haben. Was macht sie mit uns? Wie können wir die Leute dann integrieren und verstehen lassen, was die FH mit uns macht? Durch ein Studium und durch die verschiedenen Fachbereiche eben. Und du bist einfach viel beschäftigt, man kann es nicht anders sagen. Das ist echt. Und ich kann auch jetzt so schlecht reden, weil ich bin so voll müde und so voll, oh mein Gott, jetzt muss ich irgendwas. Also aber ich glaube, das ist was, was alle Studenten und Studentinnen an der FH kennen. Ja. Man ist sehr müde, man arbeitet sehr, sehr lange auf einem Projekt hin. Ja, also jetzt sind wir wirklich am Endspur und wir geben voll Gas, so wie wir können. Und ja, aber das, also... Eben, es ist entstanden Stück für Stück und das ganze Team, wir haben so viel gesprochen und viel durchgedacht. Also das Konzept hat viel gedauert, bis wir auf diese Lösung gekommen sind. Und genau, und dann haben wir uns zusammengesetzt, viel und viel Meetings gehabt und dadurch sind wir Stück für Stück weitergekommen bis auf diese Ende, ja genau, auf dieses Projekt. Aber sehr, sehr schön. Ich kann jetzt schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ich drücke alle Daumen, dass es keinen Regen gibt. Ja, ich hoffe wirklich. Dann nachher sehen können. Aber ich glaube, es sind wirklich alle sehr, sehr gespannt. Und Dankeschön. Ihr habt Großartiges geleistet. Dankeschön. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke. Gerne. Danke.
Thank you.
Thank you.